Mein bester Freund, die Musik ist mein Leben, das große Glück kann sie geben, drum danke ich ihr. Hi Fans, es ist Easy, ich bin's wieder, der Turbo-Reini, mit einem weiteren Video. Am Anfang wieder der Hinweis, bitte unten am Video aufs Datum schauen und am besten gleich meinen Kanal abonnieren, ist natürlich kostenlos, dann kriegst du immer eine Nachricht, wenn es ein neues interessantes Video gibt. Gut, in dem heutigen Video möchte ich mich befassen mit diesem Teil. Und zwar habe ich sehr viele Anfragen oder Zuschriften bekommen, weil ich ja die letzten zwei Videos eben mit einem Vocoder gemacht habe oder mit einem Vokalisten. Und jetzt erkläre ich das einmal kurz, was ich da verwendet habe. Ganz voraus geht ein ganz ein herzlicher Gruß an Franz Tummele, der mich auf diese Idee gebracht hat oder der den Tipp gegeben hat, weil ich habe bis jetzt ohne Vokalisten oder Harmonizer oder wie man da auch dazu sagt, gespielt, weil mir das bis jetzt nicht gefallen hat. Und der Franz hat gesagt, Mensch, es gibt da ein älteres Modell, das ist dieser Korg IH, der wird zwar nicht mehr gebaut, ist schon ungefähr vor 10 Jahren war der aktuell, aber der hat den Vorteil, der klingt sehr natürlich und vor allen Dingen ist er sehr leicht zu bedienen und wie gesagt, er macht das also sehr guten Vokalisten, also zweite oder dritte Stimme dazu. Also danke an den Franz. Und wie schon gesagt, dieses Teil heißt Korg IH. Gibt es nicht mehr neu, aber bei eBay, Kleinanzeigen und Co. Da sind nur, glaube ich, 10 Stück drinnen zum Preis von zwischen 50 und 100 Euro ungefähr. Und ich glaube, das könnte sich lohnen, so etwas zu besorgen. Das Gehäuse ist unten aus Blech, außenrum ist Plastik, ist aber fühlt sich stabil an. Genau, beim Kauf vielleicht auch drauf schauen, dass vielleicht eine Beschreibung dabei ist und das Netzteil, das Original-Netzteil, damit du alles komplett hast. So, jetzt zu der Oberfläche ist ja ganz einfach, also du kannst jetzt den verschiedene Arten hernehmen, also das sind die bestimmten Oktaven, wo man einstellen kann, da kommen wir dann später noch drauf zu. Dann kannst du das als detune, das ist zum Verstimmen, das heißt, der kann deine erste Stimme, die du reinsingst ins Mikrofon, nochmal doppeln. Da kannst du das leicht verstimmen um ein paar Cent. Das füllt dann, also es macht das Ganze brillanter, deine Stimme. Dann haben wir hier einen Vocoder, das heißt, der macht Stimmen dazu. Und dann haben wir noch ein Chordal, das ist also bloß eine Chorfunktion, die habe ich jetzt weniger verwendet. Ich verwende meistens den Vocoder. Das Interessante ist daran, dass das Ganze mit MIDI gesteuert wird. Also der spielt das, was du auf deinem MIDI-Instrument, ob das jetzt ein Akkordeon ist oder auf dem Keyboard oder auf der Steirischen, einfach die Töne, die du drückst, macht der zu deiner originalen Stimme dazu. Dann ganz toll finde ich hier diesen einfachen Mischer, der sehr effektiv ist, weil da hast du sofort einen Schnellzugriff, ohne dass du irgendwo in einem Menü oder digital was machen musst, sondern hier ist die Gesamtlautstärke von deinem Vocoder. Und dann ist der nochmal unterteilt, also das ist die Lead-Stimme, das ist praktisch die Solo-Stimme, die erste, die du singst, die Lautstärke. Und dieses Harmonie, da steuerst du die Lautstärke von den weiteren Stimmen, also von der zweiten, dritten und vierten Stimme, wie laut das sein soll. Und das ist also wichtig, weil dann hast du einen schnellen Zugriff, ohne dass du lang umeinander programmieren musst oder falls mal was nicht passen sollte. Genau, das zeige ich dir dann später auch noch. Dann haben wir jetzt auf der Stirnseite sind eben diese Anschlüsse. Da haben wir ganz links das Netzteil, das ist ein 2 Volt Netzteil. Wie gesagt, am besten schauen, dass das Originale dabei ist von Korg, dass da keine Probleme gibt. Und dann haben wir diese drei MIDI-Buchsen, eine Through-Buchse, eine Out, also MIDI-Out und MIDI-In. Genau, wie man das ansteckt, zeige ich dir dann später auch noch. In der Regel steckst du einfach hier dein MIDI-Instrument an, in dem Fall wäre es das Akkordeon, also das MIDI-Kabel von deinem Akkordeon oder vom Keyboard oder von der Steirischen, wo du halt mit MIDI herkommst, fährst hier rein bei In und bei der Through-Buchse fährst du raus, weiter dann in dein MIDI-Interface und somit in die TurboSounds-App. Genau, dann auf dieser Seite haben wir die Anschlüsse, also die Eingänge praktisch. Hier ist eine XLR-Buchse für dein Mikrofon, wo du dein Mikrofon ansteckst. Muss dazu sagen, Phantom Power, also wo du Instrumente hast, Mikrofone hast, die Phantom Power brauchen, da geht es leider nicht, weil das hier nicht durchläuft. Also es geht nur mit normalen Mikrofonen. Also XLR-Buchse fürs Mikrofon. Dann haben wir hier eine Mute-Buchse, die ist sehr praktisch. Da kann man einfach einen Taster oder einen Schalter anstecken und mit dem Fußschalter oder mit dem Taster praktisch den Vokalisten stumm schalten. Das heißt also nicht
den komplette Stimme stumm schalten, sondern den Vocoder. Das heißt, die normale Stimme, dein Mikrofon geht hier rein, das läuft durch, da hat es keinen Einfluss. Also wenn du Solo singst, dann fährst du normal durch und kannst muten. Und muten tust du einfach die zweite, dritte, vierte Stimme. Das siehst du dann auch noch im Video, im weiteren Video, genau. Und dann haben wir hier noch diese zwei Ausgänge. Das ist einmal links Mono und einmal rechts. Also du kannst jetzt Mono rausfahren, das reicht in den meisten Fällen. Wenn du willst, kannst du aber auch Stereo rausfahren und dann in Mischer rein oder eben ins MIDI-Interface. Hat den Vorteil, beim Stereo-Effekt ist das Gerät so eingestellt, dass du in der Mitte die erste Stimme hast, also deine Leadstimme oder Hauptstimme, und die zweite ist links und die dritte Stimme ist rechts. Also da hast du ein breites Stereofeld. Also ganz eine coole Sache. Aber am besten ist, ihr hört euch das einmal an und ich werde jetzt dann gleich wieder umschalten und werde den euch dann ein bisschen vorführen. Und wie gesagt, schaut, dass ihr ihn noch kriegt, solange es ihn noch gibt. Und wenn möglich mit dieser Beschreibung, die ist sehr einfach, ist auch auf Deutsch. Und da stehen eben die bestimmten Funktionen drin, zum Beispiel, wie man den einstellen kann. Genau, falls du die Beschreibung nicht hast, vielleicht ist sogar online drin als PDF irgendwo oder sonst kann ich sie dir auch kopieren, wenn sie ist. Gut. So, jetzt haben wir das Ganze angesteckt, also diesen Quark-IH-Vokalisten. Da ganz einfach Netzkabel, Strom ran. Hier mit dem MIDI-Kabel von deinem Akkordeon, von der steirischen oder vom MIDI-Keyboard oder Keyboard einfach MIDI in hier rein in die Buchse. Bei der MIDI-Through-Buchse fährst du durch, MIDI-Kabel raus, dann weiter in dein MIDI-Interface oder du kannst auch noch ein Fußpedal, wenn du hast, bei MIDI in und MIDI out dann wieder ins und eben nachher in das MIDI-Interface reinfahren. Dann haben wir hier XLR, da ist das Mikrofon angesteckt, ganz normale XLR-Buchse. Phantom Power geht leider nicht, weil das Gerät nicht zulässt oder unterstützt. Also musst du ein normales Mikrofon nehmen, einfach mit dem XLR-Kabel reinfahren. Dann auf der zweiten Buchse habe ich einen Fußtaster, da kann ich hier den ausschalten, den Vocoder. Genau, aber nur die Zusatzstimmen, weil die Hauptstimme, die brauche ich ja, wenn ich jetzt eine Ansage mache oder einstimmig singen möchte, zum Beispiel für die Strophe, singe ich ja überwiegend einstimmig und dann kann ich dann beim Refrain einfach mit dem Fußschalter unten die weiteren Stimmen, die ich dann hier spiele, dazu schalten. Genau. Und hier haben wir noch die zwei Outbuchsen. Du kannst auch mit einem Kabel raus, links Mono. Dann hast du halt alles in der Mitte zentriert. Wenn du mit zwei rausfährst, hast du einen Stereo-Effekt. Das heißt, deine Stimme, die erste ist in der Mitte, die zweite, die du dazu machst, ist etwas links und die dritte Stimme ist etwas rechts. Das kannst du aber auch einstellen, steht in der Beschreibung. Habe aber jetzt nicht großartig was rumgemacht, habe das einfach so gelassen. Gut, dann haben wir hier ist der Input-Regler, der ist also für das gesamte Gerät, also für die erste Stimme. Die Lautstärke kann ich hier leiser machen oder ein bisschen lauter, je nachdem, wie ich es haben möchte. Also wirkt sich auf das Solo-Mikrofon, sage ich jetzt mal, aus und auch auf die Vocoder-Stimmen. Das ist die Gesamtlautstärke. Und das ist nochmal unterteilt. Hier habe ich praktisch die Leadstimme. Das ist immer die erste, also die originale Stimme. Kann ich die Lautstärke leiser oder eben ein bisschen lauter machen. Und bei dem anderen Regler mische ich dann praktisch die weiteren Stimmen dazu. So, funktionieren tut jetzt das Ganze. Ich habe das eingestellt. Man kann den MIDI-Kanal einstellen, was der empfängt oder durchleitet. Und ich habe es jetzt auf den MIDI-Kanal 1 eingestellt. Das heißt, alles, was ich hier rechts spiele, gehen die MIDI-Informationen hier rein, dann erkennt der, was ich hier singe. Diese Stimme kann er doppeln und die anderen macht er einfach dazu. Genau. Und da gibt es also diese verschiedenen Einstellungen. Das sind überwiegend jetzt die Oktaven oder ob ein tiefer Basston dabei ist oder die höheren, das sind dann die Frauenstimmen. Hängt aber da sehr viel davon ab, wo du spielst. Wenn du jetzt tief spielst, dann brauchst du eher den oberen Bereich. Und wenn du die hohen Töne spielst, dann brauchst du eher die unteren Optionen. Aber einfach mal durchtesten. Genau, jetzt haben wir ein bisschen Hall dazu. Da, eins, zwei. Mein bester Freund. Da hörst du jetzt die tiefe Stimme, ist jetzt bei dem dabei. Jetzt nehmen wir die nächste Einstellung. Mein bester Freund, die Musik ist mein Leben.
Genau, so mit der spiele ich meistens und da kannst du halt einfach dann durchchecken. Und wie gesagt, wenn du eine Strophe singst, dann schaltest du ihn aus. Da kommt jetzt bloß eine. Mein bester Freund. Und jetzt schalte ich ihn dazu. Mein bester Freund. Genau, und ist eine tolle Sache. Sage ich mal, ich bin immer der Meinung, man sollte ihn sehr dezent einsetzen. Am Anfang gefällt einem das zwar vielleicht, wenn da mehrere Stimmen dabei sind, aber eigentlich sollte es sehr dezent sein, sodass dass die Natürlichkeit erhalten bleibt, weil normalerweise sind ja die zweite, dritte oder vierte Stimme mehr im Hintergrund und die Solostimme weiter vorne. Genau, und da kannst du dich also ein bisschen rumspielen, also für den Preis ist es vollkommen okay und ich muss auch sagen, von der Bedienbarkeit ist er sehr, sehr einfach, also du brauchst nicht großartig was irgendwo rumprogrammieren, sondern du hast dann direkt und sofort einen Zugriff und das gefällt mir also sehr gut, einfach ein bisschen rumbasteln und von den Höhen einfach ausprobieren, wo du da hinkommst. Genau, das war es eigentlich schon. Ich hoffe, dass dir das was gebracht hat und interessant war. Am besten unten gleich, wie gesagt, meinen Kanal abonnieren, falls du das noch nicht hast. Ansonsten würde es mich freuen über einen Daumen hoch, über Weiterleiten und Teilen. Genau. So long, alles easy, der Turbo Reini.